Was kann denn hier so passieren? Björn! Was war? Nichts. Darf ich was ausprobieren? Ja. Finde mich, finde mich. Oh. Ja, ja, okay, einmal hat auch gereicht. Es gibt halt keinen Ton, ob es funktioniert. Bling, bling, ding, 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 ding. Hallo, hi. Lauter Schrank. Ich kann springen. Yay! Was steht hinter dir? Was steht hinter mir? Gewinnquote. Frist 3 Tage. Ja, ich bin ganz guter Dinge. Knock, knock hier. Ausgewählte Karte, Labyrinth. Was? Instructions. Ich dachte, das wäre Deutsch. Choose your destination. Enter the danger zone. Wie ging das Lied mit der Danger Zone? Wir müssen euch jetzt mal einen Ohrwurm machen. Collect useful things to sell. Sammeln Sachen zum Verkaufen. Bestimme, wo du hin willst. Betritt die Gefahrenzone. Im vierten Run. Wie gehört geladen? Hallo, ich war noch nicht fertig. Ich konnte es mir nicht mehr greifen. I'm so sorry. Ich musste klopfen. Rahmen, hier gibt's Rahmen. Okay, hier bleibe ich. Warte, 4, 5, go to base, next buy yourself something, turn to point 1. Also, du hast jetzt die Destination hier gechoost. Dann gehen wir da jetzt rein, ja. Suchen Sachen zum Verkaufen, rennen da und gehen wieder zurück. Ja, gucken wir sofort. Ich hab was gefunden. Kaufen irgendwas und fahren wieder, da kann ich das heller machen. Einstellungen. Grafikeinstellungen. Ich will das Schild vom Stripclub haben, aber es will nicht mitkommen. Ja. Ich kann es nicht heller machen, das ist aber, ich bin doof, aber nee, ich glaube nicht. Okay, wieder aufnehmen. So, wo ist dein Stripclub? Hier gibt's Rahmen. Ja. Yeah. Und ein Stripclub, siehst du? Vielleicht ist das auch ein Sportverein, wo du an der Stange Sportübungen machst. Ja. Ich muss da Teller machen für mich, sonst sehe ich nichts. Ich bin sehbehindert. Ich wollte gerade sagen, gibt es irgendwie eine Flashlight? Nein. Das habe ich nicht probiert. Ich probiere DCCW. This way! Was wäre denn ohne kannst du nicht... deinen Tipp? Ja, was? So. Das Schild kannst du selbst du nicht übersehen. Da lang, okay. Da ist eine Tür. Weißt du, riesige Mauern, riesige, komische, zerborstene Wände und dann eine kleine, weiße, clean, saubere Tür. Tja. Das hat so ein bisschen was von Alice im Wunderland. Ist das die negative? Ich glaube ja. Oh shit, hier gibt's 3 weiße Türen. Müssen wir zusammenbleiben? Müssen wir uns trennen? Trennen wir uns oder bleiben wir hier? Ich weiß nicht. Wir gehen zusammen. Okay. Du gehst vor. Das ist mir klar. Offene Tür. Was kann denn hier so passieren? Björn! Was war? Nichts. Lauf. Kommt der durch Türen? Wenn ja, müssen wir um ihn rum. Wo bist du denn? Bist du noch bei mir? Nein. Bist du noch hinter mir? Hat er dich gegessen? Nein. Also du bist nicht hinter mir. Nee, ich bin einfach rausgegangen. Da ist er, kommt er nicht hinterher. Ich hab einen Arm. So lang. Oh. Lass mich vor. Ich kann dir zugucken. Ich bin tot. Oh no. Er ist auf der anderen. Nee, ich sehe gerade nicht, wo du bist. Also nicht durch diese Tür da gehen. Da nicht durch. Da ist er. Da lieg ich mit einem abgetrennten Bein, was ich gefunden habe, oder eine Hand oder irgendwie sowas. Oder war ich da? Das sieht da auch so ähnlich aus. Nee, ich hatte da keine Türen. Aber hier ist überall dunkel. Ich sehe was, da sind Türen.
Das ist nur eine Tür. Es ist nur eine Tür, Peri. Trau dich. Bist du dir ganz sicher, dass das nur eine Tür ist? Eine Tür mit Wand. Was dahinter ist, weiß ich nicht. Es ist nur eine Tür. Da ist Blut an der Wand. Das glitzert. Ich bin bei dir. Bist gerade durch die Tür geglitscht? Und mir war da keine Tür. Bei mir ist da eine Tür. Ich hab was. Was ist das? Okay, das muss reichen. Das heißt, ich darf wieder gehen, ja? Ja. Warte, kannst du das auch noch aufsammeln? Nee. Geh nochmal rückwärts. Siehst du ihn? Ja. Geh nochmal rückwärts. Kannst du zwei Sachen... Ich sehe da einen Arm, der an dieser offenen Tür da hinten atmet. Ja, ich sehe den auch. Das ist nicht nur ein Arm, da ist so ein Körper dran. Aber geh nochmal rückwärts, da liegt noch was da. In dem Blut. Kannst du es auch mitnehmen? Kann ich das fallen lassen? Du hast so einen Rucksack. Ja. Achso. Ja. Du hast irgendwas jetzt... Du hast beides, oder? Ja, das andere war nur zu groß, deswegen konnte ich das nicht da reintun. Fuck, wie kommen wir jetzt da durch? Musst du da wieder durch? Ah ja, musst du. Ja! Also, das erste Mal konnte ich an ihm vorbeilaufen. Da ist, bin mir nicht sicher. Ich glaube, eine Tür. Ja, da ist eine Tür, wo du gerade hingeguckt hattest. Das ist auch eine Tür. Aber die andere müsste... Wozu hackst du bei mir ab? Oh nein. Okay, es gibt nur sterben oder nicht sterben. Was machst du da? Oh mein Gott! Da links nicht die Ausgangstür, da hängt ein grünes Schild drüber. Kiri! Oh Gott! Ich sehe nichts! Ich weiß nicht, wo ich lang muss! Vorhin, wo du warst, da war ein grünes Schild über einer Ausgangstür! Ich bin dran. Ich bin nah dran. No! Oh nein! Oh Gott. Okay, Gott. Das macht Spaß. Ich guck mal eben, warum ich ruckel. Ich schließe mal meinen Browser, wenn der mal fertig ist. Nee, er ist noch nicht fertig. Er ist in 13 Minuten. Nee, alles gut. Er ist in 13 Minuten fertig. Bis dahin hast du mich ein bisschen ruckelig. Okay. Nochmal? Ja. Klapp, klapp. Wer ist da? Hey. Wo sind die? Achso, da unten links ist die Ausdauer, ne? Ja. Das erklärt, warum ich irgendwann so langsam war. Ich dachte, das war, weil ich genau in dem Moment da auch irgendwie was in der Hand hatte. Okay. Das Spiel ist viel besser als das andere Spiel, was so ähnlich ist. Nur viel verpixelter. Wo bist du? So, und jetzt guck mal hinter dich. Hi. Siehst du diese Tür? Ja. Oh ja, grünes Schild. Ja. Oh, vielleicht muss ich auch Strom an mein Headset machen. Warte mal eine Sekunde. Moment. Also es blinkt zwar nicht, aber für dich mache ich mal Strom rein. So. Hey. Wo gehen wir rechts vor links? Ja. Bei mir ist da einfach ein offener Durchgang. Interessant. Du hast was? Ich hab was zu trinken. Tschüss. Ich bin back. Das ist schön, ich bin falsch abgebogen. Mein Getränk weg. Okay. Ich bringe ihn weg. Muss ich das hier bringen?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Was muss ich denn hier tun? Collect useful things, run, go to base, buy yourself something. Also, leg das mal hier hin. Wie kriege ich denn das hier? Ach, du kannst die Sachen bestimmt in den Schrank tun, weil es gibt eine Karte, die heißt Base. Artikel platzieren, da bin ich so schlau. Ich höre eure Schreie, ich komme mal wieder. Das klingt nicht so gut. Oh, hi. Ja, gut, ich gehe noch mal woanders hin. Der hat zwar keinen Kiefer, aber er schlabbelt ganz doll. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt hier vor mir habe, ne, was ich mitgenommen habe. Ist das dunkel? Du kannst fahren. Ich bin tot. Okay. Der war so schnell da. Wir haben ein Getränk, ich glaube eine komische Katzenstatue und eine Blutkonserve. Ja, ganz normaler Shoppingtag. So, das müssen wir jetzt bei der Base verkaufen? Gleich, einen Tag haben wir noch zum Sammeln und dann müssen wir zur Base. Okay, komm. Diesmal schlabbelt er uns nicht zu Tode. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. We can do it. Wir können doch nicht mit einer angefangenen Cola, einer besonnenen Blutkonserve und einer komischen Katze. Sie. Das war ein Bubble Tea, ja? Okay, okay, okay. Für wie viel kriegen wir den Verkauf? Für $2? Stimmt. Sieht das jetzt hier anders aus als am ersten Tag? Ja. Ich habe auch das Gefühl, das Labyrinth ändert sich jedes Mal. Da ist ein Tisch, da steht bestimmt was drauf. Was für ein Tisch? Da, siehst du den nicht? Super, wenn ich weiter weg bin, sehe ich den, aber wenn ich nah bin, nicht. Ich sehe ja nichts, ich sehe Dunkelheit. Lea. Vielleicht können wir Taschenlampen kaufen. Ich hoffe. Ist die Tür rechts bei dir zu, hier? Ja. Finde ich lustig, bei mir nicht. Ja, du rennst sofort durch die Tür, okay. Mach ich sie mal auf, ne? Da rechts ist rot, Oh, ich höre was. Geh, geh! Wir rennen uns, irgendjemand muss es schaffen. Geöffnet. Ja. Aber jetzt bestimmt noch hinter uns. Steht hier irgendwas drauf? Nö. Nee, er ist nicht hinter uns, glaube ich. Wo bist du? Bist du noch da? Hinter dir. Okay. Ja, ich habe irgendwas eingesammelt, mit dem ich nicht zuhauen kann. Hier steht auch wieder ein Tisch. Sehe aber nicht, ob da irgendwas. Oh, da stand irgendwas. Nee. Abholen. Ich habe irgendwas in der Hand. Sieht aus wie eine Thunfischdose. Wir müssen wieder zurück, ne? Ja. Gleicher Weg zurück, oder? Ah, ich würde mal sagen, lass uns gucken. Ich habe die Hände voll. Also. Da ist rot. Ist er das dann? Oh. Ja! Zurück! Ich bin nicht zurück, ich bin woanders angelaufen. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Da liegt was. Oh mein Gott, da liegt was. Die Gier kommt. Ich habe das Gefühl, es gibt mehrere davon. Ja, könnte gut sein. Ich glaube, die. Oh, komm, Ausdauer, bitte nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Das
ich bin eventuell verstorben. Eventuell. Ich hatte eine rote Leuchte in der Hand und mein Symbol unten links war rot. Du hast deine Waffe. Hättest du mit der Waffe schießen können? Nein, ich hab's schon versucht. Sie funktioniert nicht. Schade. Die passt nicht in den Schrank, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Nee. Es sieht wie aus wie eine automatische Schrotflinte oder sowas. Also ein Maschinengewehr, aber ich kann nicht schießen. Was hast du denn da oben? Oder von Spiritus, oder? Ach nee, Blutkonserve. Blutkonserve, siehst du? Ja, glaube ich zumindest. Okay. Ja, dann Base, ne? Schauen wir mal, wie viel wir kriegen. Kehre zurück zur Basis und verkaufe, was du hast. Ja. Achso, ich bin wieder da. Base. Kommt das hier ins Recycling? Ja, anscheinend. Soll ich mal drücken, oder? Hier, drück mal. Pup. Pup. Und jetzt pup. Haben wir jetzt Geld bekommen? Mensch, oh ist ja. Das, ist das 313 sogar. Wie? Steht im Truck. Was machen wir damit? Ich glaube, da können wir hier... Oh, wir können Taschenlampen kaufen. Die sind aber bestimmt weg, wenn man stirbt, wa? Walkie-talkie? Ne, wir hören uns auch so. Baseballschläger. Das was bringt. Ja. Ach, du hast was gekauft? Nimm mal auch zwei Taschenlampen, damit wir die storen können bei uns. Also eine hier ablegen. Oder so, ja. Möchtest du auch einen Baseballschläger? Weiß ich nicht. Wie schalte ich die Taschenlampe ein und aus? Achso. Haha, lesen kann es. Klar, ein Vorteil. Okay. Und nö? Nee, willst du? Was denn? Oder nicht? Baseballschläger? Ich glaube nicht, dass ich das so schnell gewechselt kriege und da drauf hau. Sparen wir das Geld. Geht nicht auf mich hauen. Darf ich was ausprobieren? Ja. Autsch, autsch, autsch. Du Schaden? Autsch. Ja, ich bin tot. Oh. Oh, wer kann hätte ich das aufheben? Sagen können? Es liegt jetzt nur. Ich wollte wissen, ob ich dich aufheben kann, ob ich dich auch recyceln kann. Aber nein, kann ich nicht. Was? Da liegt jetzt nur noch ein schwarzer, schmieriger Schleim von mir in Form eines Menschen auf dem Boden. Du wolltest mich recyceln. Hätte sein können, dass du deine Organe noch Geld einbringen. Bitte. Ach ja, meine Taschenlampe. Wo waren wir hin? Sollen wir mal parken, schauen, was parken ist? Ja. Parken? Ja. Ja, dann. Das heißt parken. Oh, ich habe eine steine Katze vor der Tür. Warte mal. Ich muss reinlassen, Sekunde. Ja, bitte, mein Schatz. Hier. Ich habe mir oben jetzt auch was zu trinken hingestellt und jetzt hat er es auch mal gesehen. Hoffentlich hat die Taschenlampe keinen Akku. Wir haben auf dem Behindertenparkplatz geparkt. Hier. Gut, aber komm mal her, wenn du hier stehst, die Lichtschalen sind schon ganz gut gemacht. Ja. Wo geht's hier rein? Wo sind wir? Sind wir irgendwas, das ist chinesisch, würde ich behaupten. Japanisch sieht süßer aus und Koreanisch hat viele kleine Wubbels so. Rocky, die Tür ist auf. Du kannst hier rein. Wo bist du? Ich hab dich aus dem Blick... Du hast einen Eingang gefunden? Was? Nee, ich hab dich außer Sicht verloren. Wo bist du? Da hinten? Ich glaube, ich habe das Ende der Karte gefunden hier.
Ich glaube, wir müssen in die Richtung, wo du gerade herkommst. Gut. Das ist ein chinesischer Drache. Ich glaube, ich liege richtig. Chinatown, okay. Ja. So, was ist denn das jetzt? Steht auch Chinatown, Lamba. Habe ich doch gerade gesagt. Hier ist eine Tür. Was steht da drauf? Kann ich nicht lesen. Ich bin schon drin. Mit dem, der Epic-Auflösung. Mein PC ist schon wieder schön muckelig warm hier mit 27 Grad. Flauschi? Ja. Bist du vor mir? Wer ist das da hinten? Ich weiß es nicht. Er kommt. Und wer ist da hinter dir? Was? Raus! Geh nicht raus, ich muss erst was hier. Wir müssen Geld machen. Lass mich in Ruhe. Oh, hier ist ja auch jemand. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Ich habe ja alle Türen aufgemacht. Hier raus? Nee, hier geht's nicht raus, scheiße. Uah. Oh nein! No! Okay, Leute, die uns ähnlich sehen, sind nicht wir. Wir rennen nicht einfach stur aufeinander zu, okay? Ja, wenn dann vorher Codewort nennen. Was wollte ich hier sagen? Hier ist eine neue Taschenlampe. Die sind, die kriegen dich aber auch nicht, wenn du nicht mehr rennen kannst. Also mich zumindest nicht. Okay. Wo ist meine Taschenlampe hin? Hinter dir auf dem Boden. Achso. Jetzt ist es eine neue, die andere hast du verloren. Nein, die liegt da bestimmt noch. Das könnte sein. Ja, weiß. Willst du sie nochmal ablenken? Du bist da so gut drin. Ja. Wir gehen einfach nicht links und rechts rein. Wir gehen vielleicht einfach mal geradeaus rein. Ich höre so viele Leute laufen, das irritiert mich. Ich sehe hier keinen. Wir sind hier in der Tiefgarage. Hier ist niemand. Können wir das Auto mitnehmen und einlösen? Das bringt bestimmt Geld. Aber nicht. Nee. So, ich mache die Tür auf. Ja. Das ist viel zu clean hier. Ist nix. Die Wände spiegeln. Das hat so ein bisschen was. Oh, da ist jemand. Sollen wir woanders hingehen oder sollen wir reingehen, gucken, einsammeln und hier wieder raus? Was sagst du? Wieso hockst du hier vor mir? Wie kann ich hocken? Wieso sollte ich hier hocken? Ja. Kann der uns vielleicht nicht? Die sind so leise. Ich glaube, er ist nach links. Okay. Er ist oben. Da oben steht er, ja. Ja. Dumm, die dumm, die dumm. Er kommt nach unten.
Er läuft die Wand entlang. Wir müssen da hinten zur Tür. Okay. Er läuft, glaube ich, wieder hoch. Nein, tut er nicht. Jetzt läuft er nach rechts. Was macht er da? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er hat so seinen vorgegebenen Weg. Ja, er geht wieder hoch. Okay. Oder nicht was? Sieht aus wie ein Gummibärchen. Was ist das? Lauf! Scheiße! Scheiße, da sind aber... Mist, ich bin tot. Da diese Schränke, da sind Sachen drin vielleicht. Liegt jetzt alles an dir. Ich komme aber nicht dran vorbei. Sonst könntest du wieder zum Ausgang gehen. Das bist ja nicht du. Das weiß ich, dass das nicht du bist. Sonst gehst du wieder zum Ausgang. Und da waren ja noch links und rechts Türen. Vielleicht sind da Schränke. Oh, er kommt nicht durch zu Türen. Doch. Er hat mich dadurch aus den Augen verloren. Ja. Ich habe eine Taschenlampe. Ja. Da die Schränke kannst du aufmachen. So konnte ich zumindest in dem einen Raum. Da oben ist was. Ah, sieht aus wie eine Grafikkarte. Ein Mainboard oder irgendwas. Soll ich für dich um die Ecke gucken? Ist nichts. Ja, ich habe die Hände jetzt voll. Es wäre vielleicht sowieso besser, das mal eben zurückzubringen, ne? Mhm. Ah. Oh, fuck. Er ist hinter dir. Er haut dich mit seinen Fingernägelchen. Ich gucke, er ist noch da. Ja, er war noch da. Ich dachte, die Tür ist zugegangen. Nee. Aber es stimmt ja, ich habe ja Sachen in der Hand. Also gehen die Türen nicht so. Da, eine Taschenlampe haben wir noch. Okay. 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 Letzter Tag, letzter Versuch. Auf geht's, ab geht's. Das nächste Mal versuchen wir es mal so jetzt gleich. Er läuft hinter dir her und ich versuche ihn mit dem Baseball zu hauen, okay? Okay. Meinst du, wir kriegen ihn tot? Das wollte ich mal versuchen. Wir bleiben hier am Anfang. Wieso bin ich denn schon dieses... Warum ist schon das so bedrohlich? Bestimmt hinter der Tür was. Oh, er kommt. Da ist er. Ah. Oh, da liegt er. Hi. Kann man dich nicht looten? Ich bin so gut wie tot. Ja, fein, aber er ist tot. Ich hoffe, er bleibt auf tot. Da liegt was. Aber dann können wir uns ja jetzt hier die Taschen vollpacken. Wenn er hier tot ist. Da liegt doch was. Nee, das Hütchen kann ich gar nicht.
Hast du die Wien? Oh, was ist? Oh, ist das? Nee. Können wir hoffen, dass das reicht, was hier in diesem Raum ist? Ich weiß nicht. Sollen wir auf Nummer sicher gehen? Oh, da ist irgendwas rot gewesen. Sollen wir auf Nummer sicher gehen und das verkaufen und gehen, oder? Naja, wir haben nur noch diesen Tag, um 300 Dollar zu verdienen. Ach so, wir haben so ein Mindestdingen. Ja. Okay. Oh, ich höre schon wieder diese Musik. Soll ich hier aufmachen, oder? Mach mal. Nee, das ist das Parkhaus, das gefällt mir nicht. Nee. Nee. Probieren wir Tor 3. Ja. Wo bist du hin? Durch eine andere Tür, aber das gefällt mir ja auch nicht. Hier bin ich. Das bin ich. Was? Die mit der Taschenlampe. Gab's hier nicht noch eine Tür? Was ist denn das für eine Musik jetzt hier? Keine Ausdauer mehr. Das ist deine Schritte. Hör doch jemand laufen. Ja, nee, okay. Da ist jemand drin, aber da sind ganz viele Schränke. Pass niemand auf. Läuft doch. Geh du mal, ich sehe da hinten einen. Geh du mal zum Van da zurück oder willst du mir den Knüppel geben? Und ich hau ihn kaputt. Und während ich auf ihn drauf haue, gehst du zu den Schränken. Achtung, da kommt jemand durch die Tür. Wo? Hinter dir, Flauschi, Wächter, zurück. Was? Aber der steht doch hier. Was? Ich bin tot. Hä, da war gar keiner hinter mir. Der war vor mir. Die seien im Van gesichert. Ich geh noch mal zu dir gucken. Nein, du willst doch da nicht wieder reingehen. Der lebt noch. Ich hab ihn nicht erschlagen. Es sind zwei bestimmt, ne? Ich hab nur einen gesehen. Da links steht schon einer. Rechts auch. Geh. Auf einfach, dass der Diamant reicht. Nee, was nicht. So, und dann ist er geht nur ein Wert, weil er aus Glas ist oder so wetten. Ja. Moment, wenn man die Tür zumachen kann, heißt das, die folgen auch einen bis nach draußen? Wer weiß. Okay, auf zur Base. Yay. Ja, wieso kann ich nur Artikel platzieren, aber nicht nehmen? Wahrscheinlich, weil die von dir sind. Weiß ich nicht. Deine konnte ich ja auch nehmen vorhin. Ich glaube, ich hatte vorhin aber auch nur den Drink. No, es hat ganz knapp nicht gereicht. Oh nein. Wir sind tot. Na toll. Müssen wir noch irgendwas kaufen? Mal sehen, was passiert. Ich konnte nicht erreicht werden. Bam, bam, bam. Ich sehe rot. Oh, Performing Shader, was? Wir sind einfach raus. Ja, wir sind tot. Wollen wir noch eine Runde versuchen? Noch eine? Auf jeden Fall.